Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Lindner. Ich bin Hypnosetrainer und Gründer der Praxis Hypnose Waldviertel. Heute mit einem neuen Video, mit einer neuen Frage. Und zwar, wie man sich das vorstellen kann, wie viele Hypnosesitzungen man in etwa braucht, um ein gewisses Problem gelöst zu bekommen. Und die Antwort ist nicht ganz so einfach auf die Frage. Man kann aber grundsätzlich davon ausgehen, dass Hypnose immer eine Kurzzeitanwendung ist. Ja, deswegen habe ich hier links oben eine kleine Statistik eingeblendet, wo von einer ganz berühmten Studie, wo ganz einfach die Hypnose verglichen worden ist mit anderen Therapieformen. Was ganz einfach das großartige Preis-Leistungs-Verhältnis von der Hypnose nochmal wirklich zeigen soll. Ja, also man kann in etwa davon ausgehen, von 2 bis 6 Sitzungen, dass man da in der Regel einen Großteil der Probleme schon gelöst haben kann. Gelockert oder in der Regel eben auch von der Wurzel her gelöst. Und ich sage mal so, wenn man jetzt jemanden hat, und da können Sie gleich drauf schauen, wenn man jemanden hat, der jetzt zum Beispiel sage ich mal, 30, 40, 50 Hypnosesitzungen anbietet, dann spricht man da in der Regel eher von einem Geschäftsmodell als einem Problemlösungsmodell, das was eigentlich klientenorientiert sein soll. Ja? Also 2 bis 6 Sitzungen ist der Durchschnitt. Und man kann sich das in etwa so vorstellen, bei Rauchentwöhnungen, bei Abnehmen, das sind meine beiden Spezialisierungen, spricht man von Durchschnittswerten von 3 bis 4 Sitzungen. Also in dem Wert sind wir da in etwa. Wenn jetzt aber ein Klient sagt, nach der zweiten Sitzung zu mir sagt, ja, ich fühle mich schon total sicher, ich brauche keine dritte Sitzung mehr, dann braucht man in der Regel auch keine dritte Sitzung mehr machen, wenn man mir das rechtzeitig Bescheid sagt. Es gibt bei mir also keinen Druck, da richte ich mich ganz nach den Klienten. Auf der anderen Seite wiederum, wenn ein Klient sagt, ja, ich hätte gerne nur eine Sitzung drauf, einfach zur Festigung, zur Stärkung, machen wir das genauso. Also das ist dann ganz individuell die Geschichte. Wie schaut das dann unter anderem aus? Weil das werde ich auch sehr oft gefragt, wenn man mehrere Probleme gelöst haben möchte. Ich habe zum Beispiel manchmal Klienten, die sagen, ja, ich hätte gerne ins Rauchen aufhören und abnehmen und ich hätte mich gerne besser konzentrieren können beim Lernen und so weiter. Dann in der Regel ist die beste Vorgehensweise, dass man sich jeweils zuerst mal um ein Problem kümmert und wenn das aufgelöst worden ist, dann kann man sich um das nächste kümmern. Und wenn das aufgelöst ist, dann sich dann wieder um das nächste. Also es ist nicht zum Empfehlen, jetzt einfach alles quer durch die Bank zu machen. Ist nicht zum Empfehlen, das mache ich persönlich auch nicht mit Klienten, weil es einfach die Erfolgsquoten mindern wird. Ja? Also wenn jetzt einmal zu mir wer kommt und der sagt, ja, diese 3 Probleme habe ich, dann sollte man sich als Klient zuerst einmal fragen, okay, welches Problem ist mir am wichtigsten? Was ist am wichtigsten, was ich aufgelöst haben möchte? Dann machen wir zum Beispiel einmal das, sagen wir mal die Rauchentwöhnung, machen wir mal unsere 3 Sitzungen in etwa. Das Kapitel ist in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Wochen abgehakt. Dann ist meine Empfehlung die, dass man dann noch ein paar Wochen wartet, bis der Klient wirklich felsenfest war und ja, Zigaretten eben wirklich völlig gleichgültig sind und wirklich das Thema komplett abgehakt ist. Und wenn für ihn das Thema abgehakt ist, erst dann können wir das nächste Thema machen. Zum Beispiel abnehmen. Wobei bei meiner Rauchentwöhnung auch ich generell schon Gewichtskontrollsuggestion mit einwerfe, damit das mit der Gewichtszunahme auch in der Regel kein Thema wird. Aber dennoch, wenn jemand dann auch abnehmen möchte, dann kann man eben sagen, ja okay, wir machen dann uns, je nachdem, 2, 3 Monate später, die Abnehmsitzungen aus. Und dann ein paar Monate nachdem können wir dann wiederum das andere Problem machen. Wie ich vorher erwähnt habe, sagen wir zum Beispiel Konzentrationssteigerung oder zum Stressabbau oder Selbstbewusstseinsprobleme, je nachdem. Ja, also so individuell geht man da dann ganz einfach vor. Ja, das war es soweit mit dem heutigen Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte einfach wieder in die Kommentare schreiben, mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen und würde mich dann freuen, wenn wir uns vielleicht auch sogar mal persönlich kennenlernen oder uns mal am Telefon oder so hören oder ich ganz einfach Ihre E-Mail bekommen und die dann beantworten. Ja? Danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Video. Ciao.